Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge sind wir Richtung Passbeck gegangen, haben hier alle Gegner besiegt und sowas. Und hier war noch so eine nette Wissenschaftlerin, die anscheinend aus Fossilien ein Pokémon machen kann. Und wir geben ihr jetzt einfach mal unsere zwei Fossilien. Und zwar einmal das Vogelfossil, das wird wahrscheinlich oben sein. Und das Paddelfossil, was wahrscheinlich der Unterteil sein wird. Okay, lasst uns gucken, was daraus Tolles wird. So, das hier hin und das dorthin, ja, so ist gut, dann sollte passen. Mission abgeschlossen. Offenbar war die Rückverwandlung ein voller Erfolg. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie dieses Pokémon in Urzeiten durch die Galar-Region gestreift ist. Pass gut auf. Es auf. Ja? Klar, da haben wir einen Lekriodon erhalten. Ich weiß schon, dass sie alle mega merkwürdig aussehen und ja, dass es da auch verschiedene Fossilien quasi gibt. Ja, wir haben jetzt quasi einen Vogelkopf und halt so eine Flosse unten. Das gibt es wahrscheinlich auch noch andersrum mit so einem Flossenkopf und Vogelhintern. Und die sehen alle so merkwürdig aus. Der geht ja noch, aber die anderen sehen, glaube ich, noch richtig weird aus. Naja, Lekryodon ist ein Fossil-Pokémon von Typ Elektro-Eis. Übelst schwer, sieht aus wie eine Eichel, eine eingefrorene Eichel. Und durch das Zittern seines gefrorenen Oberkörpers entsteht Elektrizität. Das Laufen fällt ihm äußerst schwer. Das ist natürlich blöd. Dann kein Wunder, dass es nur noch ein Fossil ist und es dieses Pokémon nicht mehr gibt, wenn er sich so schlecht an seine Umgebung anpasst. Vor allem, er ist hier einfach in der Wüste. Die Fossilien wurden hier in der Wüste gefunden. Heißt, er hat hier gelebt und kommt trotzdem nicht klar, obwohl er Eis ist. So, in Passbeck müsste die Story bald weitergehen, aber dieses kleine Pokémon will uns erstmal etwas verkaufen. Nom, 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 nom. Kamba, kamba. Und was habt ihr so Schönes? Willkommen, ja. Was ist denn das heutige Angebot? Ein Stück Holzkohle. Ja moin, auf jeden Fall nehme ich das, danke! Ein Stück Holzkohle für 3000 Poké-Dollar, ist doch ein Schnabber! Ein Item zu tragen, ein Brennstoff, der Attacken von Typ Feuer verstärkt. Guck mal, gar nicht so schlecht. Warte. Können wir das eigentlich mal Jainona geben, nicht wahr? Und dann kriegt der Expertengurt, den kriegt Exandros. Können ja den Glücksrauch Nickel geben, wenn die dann irgendwann mal drin ist. Dann hat sie wenigstens was zu tragen. Kleinen Babys muss man immer was zum Tragen geben, oder? Damit sie was zu tun haben und nicht immer nur rumquengeln. So, was sonst? Der Rannik, wo wir gerade von Rannik reden, und die Nickel, wo wir auch gerade von Nickel reden, haben mir ins Herz gelegt, dass ich doch bitte mal die ganzen Attacken so anordne, dass die oberste Attacke die stärkste Attacke ist. Und das habe ich jetzt für alle meine Pokémon gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wenn da irgendwas falsch ist, dann jammert halt wieder in den Kommentaren rum. Was ist denn das morgige Angebot? Morgen gibt es einen Drachenzahn. Das klingt auch sehr gut. Komm morgen auf jeden Fall nochmal wieder. Boy, ist das ja dein Zwillingsbruder? Ey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Dazu musst du mir nur was Tolles bringen. Nämlich einen Mini-Pilz. Oh, du hast ja einen. Geil, dafür gebe ich dir 2000 Poké-Dollar. Okay. Dankeschön. Na, was haben wir sonst noch so? Hier, der Zong-Typi tötet das Kind anscheinend. Oder es droht zumindest, das Kind zu töten. Und der Vater findet das auch noch witzig, dass das Zong ihn töten möchte. Hier sieht das doch so aus. Aha, hier treffen sich die fiesen Dikta-Schläger hinterm Haus. Wo ist der Dick? Da ist der Dick. Und hier ist doch bestimmt noch irgendwas Cooles versteckt, nicht? Dann aber hier oben drauf. Sonst bin ich enttäuscht. Da ist zumindest ein Pokéball. Wartet hier noch ein Trainer auf mich, der gegen mich kämpfen will? Oder vielleicht eine komische Maus, die von mir weglaufen will? Oh, bitte bring dich nicht um. Das Leben ist Lebens... Oh, er weint wirklich, oder? Hä, das sieht aus, als wenn er weint. Oder ist es nur die Sonne so ganz komisch? Hast du schon viele Makamba gefangen? Würdest du vielleicht eines gegen meinen Primova tauschen? Ja, ich habe, glaube ich, aber gar keins. Tja, aber ich möchte dein Primova sowieso nicht haben. Ich möchte nur deinen Metallmantel haben. Und dein Giftschock möchte ich auch haben. Ja, ansonsten steht wohl heute die Arena an. Wenn ich das so richtig sehe, müsste die vierte Arena sein. Hallo? Tachchen, Dizzy, der Fernsehanschaltservice ist da. Es macht dann bitte 50 Poké-Dollar. Dankeschön und bye. Ja, dann muss ich natürlich nochmal... Nein, hopp, ich will in die Häuser rein. Hey, Dizzy. Nun ja, also, wegen eben nochmal, ich will wirklich nicht, dass Delions Ruf nur wegen mir Katzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Aber du willst jetzt nicht gegen mich kämpfen, oder? Da hättest du wieder keine Chance. Ah, was, wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen? Nein, ich will nicht. Aber ich habe hier nichts Besseres zu tun. Du lässt mich sonst nicht vorbei, nicht wahr? Ah, ich will nicht gegen Hopf kämpfen. Der ist so schlecht. Und dann fühlt er sich doch noch schlechter. Eigentlich, wenn ich jetzt ein guter Freund wäre, aber ich bin nicht sein Freund, dann würde ich ihn gewinnen lassen. Aber ja, wie gesagt, weil ich nicht sein Freund bin, ist das sowieso egal.
Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Aber mein Team ist besser. So, und Urgel ist leider ein Wasser-Pokémon. Auf jeden Fall hat er Surfer drauf. Den kennt man ja aus dem Trailer zu dem Spiel. Der kann, glaube ich, auch mit ein bisschen Glück aus einem Surfer irgendwie einen Pikachu oder sowas an sein Maul bekommen und den dann werfen. Auf jeden Fall ein sehr komisches Pokémon. Aber wir wechseln auf jeden Fall Exandros dagegen ein. Denn das wäre, glaube ich, schlau. Pflanze gegen Wasser ist, glaube ich, ein schlauer Tausch. Okay, er ist auf jeden Fall Flug auch. Dann ist das nicht so schlau gewesen. Was sagst du dazu? Das ist sehr effektiv. Darauf werde ich immer wieder abzielen. Haha! Du bist auch halb Wasser. Da bin ich mir ganz schön sicher. Und jetzt kann ich einfach Rasierblatt einsetzen, weil das ist die stärkste Attacke. Ich habe sie nach oben gepackt. Geil! Wieso ist das nicht sehr effektiv? Dann ist er doch kein Wasser, aber der hat auf jeden Fall Surfer drauf. Das kannst du mir nicht erzählen. Dann war das, glaube ich, doch nicht so gut, dass ich hier ausgewechselt bin. Gut, noch ein Zauberblatt, weil das meine zweitstärkste Attacke ist. Und dann ist sein Urgel auf jeden Fall weg. Blöder Hopp. Und wo Nickel gerade ein Level aufgestiegen ist, sie hat noch gesagt, dass es wohl auch zwei verschiedene Weiterentwicklungen von Nickel gibt. Also irgendwie wissen meine Zuschauer viel, viel mehr als ich. Aber das ist irgendwie normal bei meinen Let's Plays. So, hier das Feuer-Pokémon kommt rein. Aber wir haben halt gar nichts von wegen Wasser. Wechseln wir Fly ein, der wird er schon machen. Ich habe ja die Hoffnung, dass das Kickerlo auch irgendwie von Typ Kampf ist mit seiner Weiterentwicklung. Dass er nicht nur noch Feuer ist. Ist er aber scheinbar nicht. Na dann einfach Abschlag. Das ist ja voll cool, dass man jetzt immer die stärkste Attacke oben hat. Dann muss man ja gar nicht mehr nachdenken bei seinen Pokémon. Man muss einfach die ganze Zeit nur A drücken. Geil. Ja, ja, halt die Luft an, Kickerlo. Du wirst jetzt hier abgeschlagen. Zack. Hoppalt hat leider immer noch nichts drauf. Und sein Hopplo auch nicht. Oh, er hat auch einen Salanga. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie so gesteinmäßig ist oder zumindest Boden. Ich scheißegal, was wir da machen. Ja, mal ein Abschlag. Das kann der Flyer ganz gut. Und wenn er da noch einen Volltreffer macht, genau, ist das Salanga doch easy peasy weg. Oh nein, nicht der Wirbler. Aua, nein, du hast mir 2 KP abgezogen. Konntest du es wagen, Hopp? Also wenn du so weitermachst, dann wird das aber gar nichts. Dann glaube ich, kriegst du nicht mal den 4. Arena-Orden, Hopp. Mach dir lieber keine Hoffnungen. Vielleicht solltest du doch aufgeben, Pokémon-Trainer werden zu wollen. Kann halt nicht jeder da drin gut sein, ne? Ein Toxel hat er! Ja, da wechseln wir doch zu unserem Toxel aus. Komm, Toxel gegen Toxel. Toxel gegen Toxel. Level 25 Toxel gegen Level 29 Toxel. Welches Toxel wird gewinnen? Es ist alles nicht sehr effektiv. Wir setzen eine Dreschflegel ein. Dreschflegel macht aber mehr Schaden, umso weniger Leben dein Typ hat. Deswegen setzen wir erstmal Heuler ein. Das ist bestimmt richtig schlau. Säure ist nicht sehr effektiv, du Blödkopf. Mann, Hopp ist so ein Vollidiot. Stattdessen setzen wir den Heuler ein. Dadurch siegt nämlich dein Angriff. Haha, und wir setzen noch einmal Heuler ein. Das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit und dann ziehen wir bald nur noch ein KP ab. Oh, Angriff. Ich setze jetzt die ganze Zeit Heuler ein. Mir egal. Ach, Hopp, du bist so ein Vollidiot. Ein Level 29 Toxel hat doch bestimmt bessere Sachen als so einen komischen Säureschuss. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf. So, wenn wir noch ein paar mehr Leben verlieren, dann können wir Dreschflegel einsetzen, weil dann wird das richtig stark. Aber zunächst, spüre meinen Wangenrubbler. Diese Animation. Wow, das hat ein KP abgezogen. Egal, wir haben ja jetzt schon 20 KP verloren. Naja, 19. Deswegen ist Dreschflegel jetzt bestimmt richtig krass, wie er uns einfach nachmacht. Hopp, du musst schon selber überlegen, was du machen willst. Bau, 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 Dreschflegel. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ist sogar ein Volltreffer. So, wir machen das jetzt aber alles mit Nickel. Denn dann kriegt Nickel, glaube ich, richtig viele... Er ist halt richtig dumm. Richtig viele XP. Und umso mehr Leben er uns abzieht, umso stärker werden wir. Er hat so oft Drehendrüse eingesetzt, dass die Angriffskraft von Nickel einfach so weit unten ist, dass ich halt gar kein Damage mehr mache. Egal, was ich einsetze. Das ist der spannendste Kampf ever. Das ist ja... Alter, wieso macht seine Säure trotzdem so viel Schaden? Das ist voll uncool. Aber dann machen wir wenigstens jetzt ein bisschen mehr Schaden mit Dreschflegel. Haha, damit hast du nicht gerechnet. Das ist wie so ein Safcon-Match hier. Oh nein, nicht der Dreschflegel. Oh, ich glaube, Nickel ist tot. Nein, Nickel! Oh Mann, du solltest das alleine schaffen, aber du bist nicht gegen ein 4 Level höheres Toxel angekommen. Das ist richtig sad. Müssen wir wohl über Weeble wieder ein Beleber einsetzen. Na toll. War mir egal. Nickel beendet das jetzt. Anixon, komm zurück. Nickel macht das ganz alleine. Die schafft das schon. Die braucht nur einen Beleber und dann kriegt sie es hin. So, Nickel, ich glaube an dich. Setze deinen Dreschflegel ein und vernichte ihn. Ein KP, wirst du ja wohl abziehen. Ja! Nickel, du bist die Allerbeste. Mit ein bisschen Cheaten hast du es hinbekommen.
Und es hat aber fast gar keine XP gebracht. Okay. Toll. Das hat überhaupt nicht gelohnt. Das hat einfach nur richtig viel Zeit gekostet. Aha, wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon und Attacken auswählen. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Stimmt, er hatte Wolli gar nicht mehr im Team. Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr herumexperimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Die Arena ist in die andere Richtung. Aber ja, such dir erstmal ein Team. Ach, die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Ach, wie dem auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Naja, viel Spaß bei der Arena-Challenge und Passback. Danke, alte Dame. Fallen Sie nicht hin. Die Knie hoch. Ah, wir haben die Ligakarte von Seider bekommen. Also das ist gleich unsere Arena-Leiterin. Gut, dann gehen wir jetzt aber hier nochmal ins Haus rein. Denn wir müssen hier alle Fernseher einschalten. Das ist sehr wichtig. Können wir auch noch deinen Kleiderschrank irgendwie angucken. Wie der einfach genauso eingerichtet ist wie der andere. Hallo. Ich bin stolzer Taxi-Pilot beim Flugtaxi. Hier, diese TM ist für dich. Flug? Fliegen, ja. Das habe ich mir doch fast gedacht. Können wir von mir aus einfach mal Sonquo beibringen? Ich meine, der ist ein Vogel. Also sollte er auch eine Fliegenattacke können. Statt fucking Furienschlag. Und damit Rannik und Nickel nicht wieder rummeckern, hier, ich pack Fliegen an oberste Stelle. Toll, oder? Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon in die Arena. Obwohl, kann man hier auch hoch? Cool, man kann hier überall hoch. Gibt's denn hier irgendwas Schönes? Alter, voll das krasse Versteck. Eine rissige Kanne. Löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Ja, bei so einem komischen Schleim. Bei Temon oder so. Wir können erstmal in die Arena reingucken, ob die Arena-Leiterin da ist. Wahrscheinlich ist sie sowieso nicht da. Wir müssen sie erst suchen. Ansonsten geht's da oben anscheinend mit der Story weiter. Und da das eine Kampfarena ist, werde ich natürlich Fly nach vorne packen, weil er das einzige Pokémon ist, der eine Kampfattacke bei mir kann. Ja, schauen wir uns die Arena an. Also wahrscheinlich ist sie sowieso nicht da. Aber wer da ist, ist natürlich Balduin. Geben wir mal wieder einen schönen Ball, gibt nämlich den Schwerball. Und mit einem Schwerball kann man am besten Pokémon fangen, die ein hohes Körpergewicht haben, so wie Relaxo zum Beispiel. Unser Fan ist auch hier. Naja gut, dann bin ich gespannt, wie die vierte Arena-Challenge aussieht. Hallo Challenger, willst du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Ja, und zwar sofort. Ist sie denn schon da? Alles klar? Dann geh am besten gleich in die Umkleide und zieh dir deine Uniform an. Die ist tatsächlich da, wir müssen nicht erst die Story uns hier angucken. Das ist ja voll nett und so. Hau rein, Nummer 5. Mach ich. Die Kampfarena von... Zayda oder so. Oh mein Gott, ist das ein Flipper? Fast. So ein bisschen Flipper-mäßig auf jeden Fall aufgebaut. Die Mission von Passback ist das reinste Vergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse ein und versuchst, sie zum Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von ihr entfernen und Kurs auf das Ziel nehmen. Okay, wird schon schief gehen. Danke, Fred, oder so. Ach lol, das ist so eine komische Tasse, wie man sie wirklich aus dem Vergnügungspark kennt. Okay, hä? Funktioniert das? Ach so, ich muss das drehen. Aber wie? Ja, jetzt hänge ich hier fest. Hä? Okay, ich raff's gar nicht. Okay, ich muss, glaube ich, in die richtige Richtung drehen und dann dreht sich diese Schüssel halt auch dahin. Okay, auf jeden Fall witzig. Ich werde hier hundertprozentig irgendwas vergessen einzusammeln. Das ist eine sehr komische Steuerung, muss ich sagen. Okay, geschafft. Bin der Allerbeste. Hi, lass uns kämpfen. Bist du nicht total schwindelig? Kannst du es überhaupt kämpfen? Ach, das passt schon. Um dich zu besiegen, brauche ich nicht mal meine Augen oder mein Gehör. Ich muss einfach gar nichts machen. Weil Pokémon schaffen das auch ohne Anweisungen gegen dein blödes Vigursi. Fly kann halt auch gar nicht verlieren, einfach. Level 31. Da fühle ich mich jetzt aber ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Der ist doch mit einem Hit tot. Ich finde gut, dass Fly immer noch so ein bisschen Bad Maddern ist, in denen er einfach nochmal Volltreffer macht, auch wenn die Pokémon einfach so auch tot wären. Auch ohne Volltreffer. Costurso ist bestimmt die Weiterentwicklung von Velursi. Ja. Costurso. Da hier wohl alles irgendwie Kampf ist, wird unsere einzige Kampffähigkeit sehr effektiv gegen alles sein. Und die einzige Attacke sein, die Fly einfach permanent macht. Oh, das macht aber schön viel Schaden hier. Das ist ja heftig. Ob da wohl auch ein Abschlag langt? Wahrscheinlich nicht. Nee, wir bleiben bei Zertrümmerer.
Kann natürlich sein, dass wir dann am Ende keine AP mehr haben. Das ist sogar wahrscheinlich so. Aber ich glaube, wir haben noch irgendwas, Ether oder so, dass wir die AP wieder auffüllen können. Ha, dieser Kampf war so wunderbar, dass mir ganz schwindelig geworden ist. Ha. So ein Witzbold. Okay, man kann sich jederzeit wieder raus teleporten. Möchte ich aber nicht, weil das wäre Cheaten. So, und noch eine Runde, 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 Runde. Und nochmal andersrum. Rum, 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 rum. Muss man. Oh, man muss sie mitnehmen. Wir müssen rechts lang. Okay. Beam me up, please. Hallo. Okay, ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Der wird schon irgendwie da hinkommen. So. Dankeschön. Oh, jetzt muss ich nach rechts. Dankeschön. Und noch weiter nach rechts. Whee. Ist schon ganz witzig. Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Aber passt schon. Bestimmt müssen wir nach links. Ja. Geil, ey. Weil ich einfach klug bin. So, lass mich raten. Du hast Kampf-Pokémon. Haha, ich habe Kampf-Pokémon. Porenta? Das ist unfair. Du kannst doch nicht Porenta gegen Lauchzelot hier einsetzen. Dagegen ist der Trümmerer nicht sehr effektiv. Weil Porenta was ist? Aber Porenta ist doch auch Kampf. Now I'm really, really verdutzt. Wir setzen mal eine Eisenabwehr ein. Nein, nicht der Scanner. Wie kannst du es wagen? Der hat sich gescannt. Hä? Er schützt sich selber, stand da gerade? Eigenglück haben wir eine Attacke gemacht, die ihn gar nicht angreift. So, meine Verteidigung ist jetzt super hoch. Jetzt kommst du da nie mehr durch, du weibliches Porenta. Auch mit deinem Scanner nicht. Was macht, dass er sich selber schützt? Dass wir ihn nicht treffen können, nicht wahr? Ja. Du siehst also ein, dass Fly einfach viel zu gut für dich ist, hä? Aber was machst du nun, wenn meine Initiative höher ist als deine? Aha, ich habe dich weggevolltreffert. Ach, was für ein toller Kampfstil. Man spürt, dass du total im Gleichgewicht mit dir selbst bist. Die hat halt kein einziges Mal angegriffen. Die hat die ganze Zeit nur abgewehrt. Verteidigung ist nicht immer die beste Verteidigung. Hä? Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. So, wir heilen auf jeden Fall einmal kurz. Sicher ist sicher. Und wir werden hier in der Arena ja kein einziges Mal geheilt. Deswegen ist das vielleicht ganz gut. So, Ether haben wir einmal. Das wird die AP um 10 erhöhen, genau. So was hatte ich auch im Kopf. Und sonst haben wir gar nichts, ne? Was irgendwie AP wiederbringt. Außer vielleicht eine Beere. Doch, wir hätten noch eine Beere, ne? Yonago-Beere. Aber auf zur Runde 3-3-3-3-3. Wollt ihr es ein bisschen schneller haben? Schneller, 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 schneller. Und jetzt rückwärts, 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 rückwärts. Und noch einmal nach links. Und dann wieder nach rechts. Okay, wie zur Hölle soll ich das denn machen? Okay, ich glaube, wir müssen erst nach links. Und dann richtig weit nach rechts. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rechts vorbeikommen soll. Ach so, von hier oben. Okay, das macht Sinn. Jetzt ganz viel nach rechts. Schön Blasen holen. Beim Drehen. Ich drehe so wie damals den Nintendo 64 Controller. Wenn ihr den kennt, Hilfe. Okay, das war eine krasse Kombo. Hat man sich immer schön Blasen geholt beim Mario Party spielen. Bei so einem komischen Angelspiel. So. Was? Du bist auch noch ein Trainer? Aha. Ich habe auch Kampf-Pokémon. Ist ja gut, Rory. Auch dich versiege ich, Rory. Enkückli. Okay, haben wir zumindest noch nicht gesehen. Dann wird unser Pokédex zumindest um einen halben Eintrag mehr vervollständigt. Also zumindest, dass man den schon mal gesehen hat. Zertrümmerer. Ich habe übrigens gesehen, es gibt so fast 400 Pokémon in diesem Spiel. 390 oder sowas. Und das finde ich schon richtig viel. Ich fand ja auch damals schon die 100... Ach du Scheiße. Die 155 mega viel beim ersten Pokémon. Und ich kann wirklich überhaupt gar nicht nachvollziehen, warum Leute gemeckert haben, dass es so... in Anführungszeichen, wenige Pokémon in diesem Spiel gibt. Jetzt ohne Witz, wollen die wirklich alle 900, was weiß ich, Pokémon da drin haben? Guck mal, alle Level up hier. Krass. Läuft bei euch beide Pokémon. Aber da kommt noch eins. Ein Nocturne. Okay, ich habe ein bisschen Angst um Fly, dass er gegen das Nocturne stirbt. Könnte nämlich sehr gut sein. Nocturne sieht auch cool aus. Beides Pokémon der ersten Generation auf jeden Fall. Oh nein, nicht der Tempo-Hieb. Macht er den zweimal? Nee, gut. Okay, bitte. Okay, doch war sogar ein Volltreffer. Aber Blei wird wahrscheinlich nicht als erstes angreifen, oder? Oder meint ihr, Abschlag hat eine höhere Initiative? Nee. Den Tempohieb sowieso gar nicht. Okay, mit 5 Leben überlegt. Ich hoffe, Abschlag tötet ihn jetzt auch. Ja, gut. Obwohl das nicht sehr effektiv war. Okay. Bisher hat Blei das auf jeden Fall alles alleine regeln können hier. Hahaha, das war ja witzig. Na dann, viel Spaß gegen Sati oder wie die heißt. Ich habe leider vergessen, wie bei der Chefin heißt. So, warte, bevor wir da hingehen, müssen wir auf jeden Fall Fly noch einmal heilen. Aber ich habe ja zum Glück die geile Kumo-Milch, die ich übrigens immer bei dieser ID-Lotterie gewinne. Fly hat nur noch 7 Zertrümmerer, das sollte aber eigentlich auch lang, oder? Also wir werden 4 Zertrümmerer brauchen, um den Arena-Leiter zu besiegen.
wenn der so läuft wie die ersten drei Arena-Leiter. Die haben ja eigentlich angekündigt, dass es ab jetzt schwieriger wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel trainiert in der Naturzone und so ist die Sache. Also wenn die jetzt so Level 40er Leute hat oder zumindest Level 35, dann wäre das schon heftig. Wird das cool, dass sie Knieschoner hat. Das erinnert mich an Volleyball. Ihr ganzes Outfit erinnert mich an Volleyball. Sei da! Genau. Wird dein Herz unerschüttert bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz eines wahren Kriegers hast. Ja, wahrscheinlich ist das eher so ein Sumo-Outfit. Auch nicht, ne? Aber irgendwie sowas, irgendwie so Wrestling-Outfit, irgendwie so. Okay. Krieger, dreht euch um und Schuss. Sei da. Hat auf jeden Fall eine coole Pose drauf. Das wird wieder mein Titelbild. Caponera, du bist dran. Das ist zweite Generation, soweit ich weiß. Da gibt es auch ganz tolle Minispiele bei Pokémon Stadium 2. Da kann man die als Beyblade spielen. Okay, so, ja, wir deine... Die hat sogar vier Pokémon, das ist krasser als die anderen. Die hatten, glaube ich, alle nur drei, ne? Könnte das mit den Zertrümmerer sogar ein bisschen komisch werden. Wir probieren mal, ob wir Capoeira zum, auch so vernichten, ohne eine Dynamax. Denn Dynamax hält ja immer nur drei Runden an. Oh, okay, die wird tatsächlich krasser. Level 34 Capoeira. Oh mein Goodness. Okay, wir werden doch Dynamaxieren. Und dann eine Dynafaust machen, dann sollte Capoeira auf jeden Fall tot sein, oder? Das finde ich gut, dass jetzt mal ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad das ein bisschen höher geht. Die Sache ist halt, sobald Fly kampfunfähig ist, die anderen Pokémon sind alle nutzlos hier. Mehr oder weniger. Okay, Riesenfly. Ich hätte gehofft, dass er vielleicht eine coolere Dynamax-Version hat, aber scheinbar nicht. Auch einfach nur größer geworden. Das ist ein bisschen schade. Bei so einem coolen Pokémon wie Fly hätte man ruhig mal was Krasseres machen können. Aber hier, spüre meine Dynafaust. Blödes Capoeira. Geh zurück zu deinem Beyblade. Okay, Beyblade, ich komme wieder. Pantago. Ja, natürlich kämpfen wir weiter. Ich habe gerade Dynamaxiert. Was ist das für eine Frage? Ach du Scheiße. Das wird die Weiterentwicklung von diesem einen Panda sein. Diesen kleinen Panda, der ja auch so ein Grashalm hatte irgendwie. Ja, wir probieren einfach noch eine Dynafaust. Warum nicht? Dynafaust, Attack! One-Shot. Kann das eigentlich auch kritten? Oh, unser Angriff wird sogar noch gesteigert. Das ist sehr gut. Lauchzel, als ob du auch einen Lauchzelot hast. Lauchzelot gegen Lauchzelot. Behalte ich die Dynamax-Version, wenn ich ihn jetzt auswechsel und dann wieder einwechsel, ist er dann immer noch Dynamaxiert, ist die Frage. Ich will es nur mal ausprobieren, deswegen wechsle ich ihn jetzt einmal aus. Sorry, Fly. Nein, er entwickelt... Oh nein, der hat sich jetzt nicht wirklich wieder klein gemacht, oder? Oh, das wäre richtig doof. Dann hätte ich eine Dynamax-Runde einfach ausgelassen. Das wäre richtig scheiße. Aber Lauchzelot kann doch nicht gegen einen Lauchzelot kämpfen. Wieso hast du auch so ein cooles Pokémon? Fly darf der einzige Lauchzelot in diesem Universum sein. Aha, aber Sonquo ist sehr effektiv gegen dich. Und ich habe eine Fliegenattacke. Und wenn ich als erstes hochfliege... Das ist mir sowas von egal, dass du Scanner einsetzt. Wenn du es nicht gleich nochmal einsetzt, dann bringt dir das gar nichts. Denn ich fliege hoch empor. Hui! Jetzt bin ich hier oben, du siehst mich nicht. Du bist zwar auch ein Vogel, aber du kannst bestimmt nicht fliegen. Und hurra, stirbt Lauchzelot. Er stirbt nicht und setzt einen Wirbler ein. Wenn er schlau... Oha! Das fucking Lauchzelot sind viel zu stark. Wenn er schlau gewesen wäre, dann hätte er einfach noch einen Scanner gemacht. Okay, du wirst jetzt aber weggepflückt. Pflück-Attack! Ist aber schon eine andere Nummer jetzt als die ersten drei Arenen, auf jeden Fall. Also allein die Tatsache, dass ich mein Pokémon auswechseln musste, ist ja schon Beweis genug dafür. Wir werden Fly trotzdem nochmal einwechseln, auch wenn er vermutlich sterben könnte. Aber ist ja halb so wild. So, Fly. Diese Arena gehört dir. Zeig, was du drauf hast. Bleib standhaft, wir geben gemeinsam unser Bestes. Okay, aber das, die blöde Sache, Fly ist jetzt halt nicht mehr Dynamaxiert und Machomai wird auf jeden Fall gedynamaxed. Das ist sehr, sehr schlecht. Und aus diesem Grund werde ich Fly nochmal heilen mit einem Supertrank, bevor wir überhaupt irgendetwas machen. Ich liebe diese Chöre. I love it. Menno, dann schlagen wir eben alles kaputt. Ich zoll deiner Stärke Respekt mit Giga Dynamax. Los, mach mal. Giga Dynamax, ziere dich. Wurde einfach die Seele genommen. Mach mal. Er hat einen Pombo-Gürtel an. Oh nein, und sie greift das sofort an, ne? Giga-Fokus-Schlag! Die Attacke meines Pokémon ist so knallhart, dass sie dich töten wird! Pow! Nicht mal die Hälfte der Leben abgezogen, dass ich nicht lache.
Woher, was? Hochtouren? Macht er dann gleich noch mehr Damage? Wir gehen mal einmal auf Eisenabwehr. Kleiner Fly, setz Eisenabwehr ein. Das hilft bestimmt gegen so einen riesen Dynamax. Sobald er wieder kleiner wird, kommt unsere Zeit, um anzugreifen. Oh nein, nicht noch ein Giga-Fokusschlag. Ah, ich hoffe, das ist ein normaler Angriff. Puh. Bringt auf jeden Fall schon enorm was, dass wir den Eisenschild eingesetzt haben. Ich weiß nicht, was das bringt, dass er auf Hochtouren ist. Wir setzen noch einen Supertrank ein. Fly, ich lass dich nicht sterben. Nicht noch einmal. Und jetzt ist das nämlich schon die dritte Runde von dem Machomai. Und der macht einen Deine-Angriff? Warum das denn? Das zieht doch noch weniger ab. Das war dumm von ihm. Das war nicht so schlau von dir, Seider. Da hätte ich mir mehr erwartet von dir. Hast du wohl ein bisschen deine Dynamax-Version hier verschenkt. So, und jetzt kommt nämlich der Gegenangriff. Zertrümmerer! Zack. Macht gar kein Damage. Verdammte Hacke. Geltung? Nein, Fly! Als ob der einen Volltreffer macht! Okay, das ist ja richtig uncool. Alright, Exandros, dann musst du das jetzt klären. Mano, ich wollte, dass Fly nicht stirbt. Das ist ja mega sad. Und Exandros muss jetzt leider auch nochmal eine Attacke fressen. Die Masse. Das sollte ja wohl keinen Damage machen, oder? Das senkt nur irgendwas. Ja, ja. Verteidigung wahrscheinlich. Initiative, das ist mir sowas von egal. Und dann probieren wir einfach mal einen Rasierblatt aus. Abschlag. Zack. Hör auf, dein Rasierblatt einsetzen zu wollen. Nein, ich setze trotzdem Rasierblatt ein. Blödes Machomai. Guck mal, Rasierblatt macht einfach mehr Damage als Zertrümmerer von Fly. Und trotz niedriger Initiative haben wir den besiegt. Ja, sorry Fly, das sollte eigentlich deine Arena sein, aber da hattest du ein bisschen Pech, dass er da so eine heftige Attacke gemacht hat. Jetzt mit Level 40 hättest du das bestimmt alleine geschafft und mit der Durchbruchattacke. Es war so klar, dass das jetzt noch eine Kampfattacke wird. Mann, ey. Mit Zertrümmerer und Durchbruch. Guck mal, Zertrümmerer macht nur 40 Damage, Durchbruch einfach 75. Das wäre perfekt gewesen. Perfekt wäre das gewesen. Mist. Ja, okay, statt Zornklinge erlernst du jetzt noch Durchbruch. Damit hättest du es easy allein geschafft. Egal. Auf jeden Fall Seiler besiegt. Ja, Exandros! Oh, ich konnte den Kampfgeist deiner Pokémon deutlich spüren. Ich danke dir für diesen Kampf. Das ist sehr nobel von dir, dass du dich verbeugst. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Sie ist bisher die coolste Arena-Leiterin, finde ich. Also von den ganzen Arena-Leiter und Arena-Leiterinnen, die wir bisher hatten. Das liegt nicht nur daran, dass sie mich an Volleyball erinnert. Hier, wir können jetzt Pokémon einschließlich Level 40 fangen. Das heißt, wir können ziemlich sicher einen Relaxo fangen. Und dazu haben wir noch diesen schweren Ball. Ja, vielleicht hole ich mir gleich mal einen Relaxo. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieser Erlebnisse wird eure Herzen stärker werden lassen. Cardio-Training oder was? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Hier, eine TM für dich. Vergeltung. Und wir haben noch die Uniform bekommen. Coole Sache. So, das wäre Seider. Woi, woi! Jetzt kommt hier anscheinend wieder die Professorin an. Aha, ich glaube, mein Woldi mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmten antiken Städte von Passbeck, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Was? Ein Fake? Ich würde dir die antiken Sternstätten gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Kabum-Buschbau! Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Komm, Dizzy, wir müssen sofort dahin! Wei, 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 wei! Wir können hier sowohl nach rechts als auch nach links. Links geht die Story weiter und nach rechts wird es nach Fair Belly gehen. Wo, glaube ich, der Junge ist, dem wir den vergelbten Brief von der einen Madame geben sollen. Dürfen wir noch nicht vorbei? Puh, was war denn das für ein Donner? Geh doch mal bitte nachsehen, sonst lasse ich die... Okay, sie lässt mich uns doch vorbei. Gut, wir haben also zwei Dinger. Nächste Folge dann noch ein bisschen Story. Mal gucken, was wir machen. Wahrscheinlich auch noch einen Relaxo irgendwie holen. Auf jeden Fall gut geschlagen. Fly, nicht so gut wie in den anderen Kämpfen, aber gut geschlagen. Und ja, dann... würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder dabei seid. Wenn ihr habt, gerade ein Like da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.